Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe gerade die Nachrichten gelesen und verfolgt und ich habe gedacht, das gibt es jetzt wirklich gar nicht. Und zwar der liebe Herr Drosten hat in seinem Podcast einfach jetzt mal gesagt, dass dieser wahnsinnig, wahnsinnig gefährliche und tödliche Virus doch, dass man da doch immun sein kann, wenn man in den vergangenen Jahren eine Erkältung hatte. Und dass der jetzige Coronavirus, der so ganz neu ist und auch so ganz anders als die anderen Coronaviren waren, doch sehr ähnlich mit den altbekannten Coronaviren ist. Ja, und es ist sogar gut möglich, dass die Tests, die man jetzt gemacht hat, aufgrund dessen völlig falsch sind. Ja, guck einer an. Und vor allen Dingen, man kann auch immun sein, wenn man in den vergangenen Jahren eine Erkältung hatte. Und ich spreche jetzt nochmal, das steht da wirklich, eine Erkältung. Und in den letzten Wochen hat man sich ja kaum getraut zu niesen. Also jetzt kann man dann schon mal wieder niesen, ne? Ohne dass jeder zusammenzucken muss. Also ich bin wirklich, wirklich, ja, also was soll man dazu noch sagen? Das System zerlegt sich gerade systematisch selber und frei unter dem Motto, wie ruder ich jetzt am elegantesten zurück? Und also macht euch keine Gedanken über irgendwelche Impfungen. Das ist durch das Thema. Die haben wahrscheinlich auch wirklich so viel Widerstand bekommen. Ist ein Knaller, oder? Ist doch wirklich, das muss man sich vorstellen. Jetzt rudert der Drosten so weit zurück, dass wir ja jetzt quasi schon wieder fast in einer normalen Erkältungswelle sind, was sie auch tatsächlich ist. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen fantastischen Abend und lasst euch nicht von diesen Experten ins Boxhorn jagen. Und ja, viel Spaß heute noch.